Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Heisenberg Zockt. Citybus Manager heißt das Spiel. Ja, wie man hier schon sieht, es geht darum, ja, so eine Busstation hochzuziehen, die selber zu verwalten und so weiter. Hier schön mit isometrischer Grafik, hier mit Wuselfaktor und so weiter. Ja, das ist die Grundidee des Spiels und wir schauen gleich mal rein, würde ich sagen, beziehungsweise fangen gleich mal an. Das Spiel gibt es bei Steam, das ist nicht Early Access, sondern das ist, glaube ich, sogar fertig. Ausnahmsweise mal, wobei ich bin nicht ganz sicher. Firmenname, ja, ganz klar. Jetzt kann man natürlich, wenn man hier beim Kanal schon länger ist, sagen, ausgerechnet Heisi macht was mit Bussen. Ja, weil mir das Spiel, die Optik hier gefällt. Ansonsten, ja, ist schon so. Ich bin natürlich, ich mach mal den hier, oh, das ist sogar drin. Der ist ja ganz cool. Ich bin natürlich tatsächlich mehr ein Fan von Zügen, aber hier gibt es halt nun mal keine Züge, hier gibt es Busse und ich finde die Grafik halt cool. Also mich macht das Spiel tatsächlich an. Heisenberg, gehen wir mal weiter. Hintergrund, Dorf, Großstadt, ich würde sagen, wir bleiben mal beim Dorf zuerst. Hier normal ist so schlecht auch nicht. Ach hier, guck mal, coming soon. Ist also doch noch nicht ganz fertig, das Spiel. Startkapital 200.000, haben wir gerade gesehen. Da kommt der Bus, das gefällt mir schon mal. Wähle den Standort für deinen Betriebshof auf der Karte. Der Betriebshof muss an eine Straße angebunden sein. Ja, und da kann man sich jetzt wundern, weil hier ist keine Straße zu sehen, hier ist gar nichts zu sehen. Ich muss das einfach mal setzen und dann wird die Stadt außenrum gebaut. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Kann ich mal setzen? Jetzt. Möchtest du das Depot hier platzieren? Ja, das ist ziemlich zentral, das kann nicht so falsch sein. Okay, und da sind wir auch schon. Guck mal einer an. Bewege die Kamera mit WASD oder mit der rechten Maustaste. Machen wir mal fröhlich. Dann haben wir hier Q und diesen. Mit WASD habe ich doch schon. Ne, jetzt habe ich. Gut. Servicecenter einrichten. Der bestehende Raum auf dem Gelände ist ein Servicecenter. Okay. Bestehender Raum. Ach, hier hinten ist der. Okay. Statte dein noch leeres Servicecenter mit mindestens einem Service-Schalter aus. Platziere Sitzmöglichkeiten mit Dekoration. Wir bauen mal. Das ist ein Servicecenter. Da haben wir eine Tür. Wir sollen einen Schalter bauen. Service-Schalter, da haben wir doch. Gehen wir mal gucken. Drehen mit R. Rotate. In welche Richtung guckt er denn? Ja, schon am ehesten so. Mach das mal hier hin. Okay. Service-Schalter, ahoi. Haben wir gemacht. Sitzmöglichkeiten und Dekoration. Ja, wir machen mal, Moment, stelle mindestens zwei Sitzmöglichkeiten, Sessel, Stühle zur Verfügung. Mal ein Sessel für die Leute, die warten. Einmal Sessel hier und einmal vielleicht doch noch ein Stuhl. Ja, ich meine, hier hinten muss auch jemand irgendwie sitzen. Oder nicht? Moment, ich versuche mal die Kamera irgendwie hier hinzukriegen. Geht das, dass ich hier einen Stuhl hinstelle? Nicht erreichbar. Hier hinten? Okay, gut. Machen wir hier noch einen Stuhl hin. Was? Dann haben wir das beides. Büro bauen. Baue einen Flur. Mindestgröße 5x3. Den Flur, den haben wir. Machen wir hier mal zu. Dann haben wir hier irgendwo einen Flur. Flur bauen, hier oben. Wie machen wir das denn? Wie konzipieren wir das denn? Ihr seht schon, wenn ihr mich ein bisschen kennt, ihr wisst, was mir gefällt. Richtig, das Bauen. Und es sieht halt gut aus. Also Flur. Mindestgröße 5x3. Ja, machen wir mal den Flur irgendwie 7x3, würde ich sagen. Zack, da haben wir es schon. Der Flur muss über mindestens eine Tür verfügen. Eine getönte oder eine normale. Machen wir mal eine normale. Und die wäre dann logischerweise hier. Okay. Baue einen Raum des Typs Büro. Okay, wir bauen ein Büro. War es das schon im Flur? Das ging ja tiefig. Größe 6x4. Passt der vielleicht sogar hier hin? 7x4. Ja, wir können ja ein bisschen größer, können wir es ja machen. Ich möchte natürlich schon ein gewisses Layout haben. Das Büro muss mindestens eine Tür. Okay. Machen wir nochmal die hier. Machen wir doch gleich zwei Türen. Ist hier was davor? Ja, da ist genau das Service-Ding davor. Ja, hier können wir eine Tür machen und dann würde ich hier aber zum Flur auch nochmal eine haben. Gerne, dankeschön. Platziere mindestens einen Schreibtisch im Büro. Wo haben wir den Kollege Schreibtisch? Hier, da ist der Schreibtisch. Jetzt habe ich aber festgestellt, wenn ich den zu sehr an die Wand ranstelle, dann geht das nicht. Also ich würde jetzt für mich den so hier hinstellen, dass man im Prinzip zur Tür guckt. Ich würde aber jetzt tatsächlich sagen, wir stellen den an die Wand. Zack, weil dann können wir noch einen Stuhl davor stellen. Stühle hatten wir, ich weiß gar nicht, ob ich das muss. Ich mache es jetzt trotzdem. Auch nicht erreichbar, wenn ich dich drehe. Geht nicht.
Stühle werden hier nicht gebraucht, um vorm PC zu sitzen. Okay, ja gut, wenn wir nicht müssen. Stelle mindestens eine Sitzmöglichkeit, Sesselstuhl, zur Verfügung. Der steht halt. Das sind halt Leute, die auch ein bisschen stehen wollen. Die sitzen ja den ganzen Tag im Bus. Sessel, ja, machen wir hier so ein Teil hin. So einen schönen Sessel. Und das Bild. Das hat doch was. Okay, das haben wir auch. Nicht nur eine Küche. Baue einen Raum des Typs Küche. Wo kommt die Küche hin? Ich suche sie mal. Küche, Küche. Groß suchen muss ich da nicht. Das ist hier. Ja, ich würde sagen, hier hinten ist dann irgendwie wahrscheinlich das Bus-Dingens. Machen wir die Küche mal in die Richtung ein bisschen. Wie groß soll die sein? 4x4. Können wir da eine Tür hinmachen? Ich mache die noch ein bisschen größer. So, das ist die Küche. Ich weiß, eine Tür brauchen wir. Die wäre dann zack hier. Hier geht es in die Küche rein. Einen Kühlschrank brauchen sie. Das leuchtet soweit ein. Wo haben wir den Kühli? Wir sind schon bei der Küche. Jawohl, Kommode, Küchenzeile, Kühlschrank. Jetzt muss ich aber schnell gucken, in welche Richtung. Was ist hier vorne? Nicht so richtig zu erkennen. Ach, unten haben wir Füßchen. Guck mal. Doch, dann geht's. Aha, das Spiel wurde gespeichert. Das freut mich. Ich stelle mindestens einen Getränkeautomaten dazu. Getränkeautomat, damit die Leute auch was zu trinken haben. Sehr gut, dann haben wir die Küche auch. Ein Badezimmer. Wollen die hier einziehen oder wollen die hier arbeiten? Baue einen Raum des Typs Badezimmer. Le Badezimmer. Hier unten. Einmal Badezimmer. Wie groß muss der sein? 3x3, der ist eher klein. Passt der nicht vielleicht sogar hier noch hin? Doch, guck mal. Dann haben wir 3x4. Zack, hier ist das Badezimmer. Badezimmer möchte eine Tür, vielleicht mal eine getönte ausnahmsweise. Zack, einmal so. Platziere mindestens eine Toilette. Mhm. Wichtig natürlich, hier haben wir die Toilette. Zack, passt. Deine ersten Busse, jetzt wird es interessant. Okay, baue mindestens ein weiteres Stück Straße. Okay, die Straße war, jetzt muss ich schnell gucken, ja, das war schon auch beim Bauen, Außenbereich, Straße, genau, so macht man das. Ich würde mal in die Richtung nicht mehr weiterbauen, ich würde das mal so machen, dann mal so, wir sollen ja nur eine bauen, dann lassen wir das mal noch. Platziere zwei Stellplätze auf deinem Gelände. Ein Stellplatz muss mit der Straße verbunden sein. Stellplatz, da haben wir klein, hier haben wir groß, hier haben wir mittel. Ja, machen wir mal einen kleinen und einen mittleren. Passt das so hier hin? Jawohl, wenn ich jetzt den mittleren nehme. Mal drehen. Ach, das geht dann nicht. Das müsste dann hier sein. Oder vielleicht hier hinten. Nee, passt auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt tatsächlich mit dem Layout schon zufrieden bin. Daran geht auch nicht. Wenn wir nochmal einen kleinen machen. Der müsste doch da noch rangehen. Kann mir da keiner erzählen. Das passt doch hier hin. Denkst du, passt nicht? Oh, hier passt er hin. Zack. Dann haben wir den hier. Kaufe zwei Busse. Die Fahrzeuge. Wo haben wir das? Forschung. Nein, Marktplatz. Da haben wir die Fahrzeuge. Man sieht, entweder neu. Wir haben auch gebraucht. Ist dann ein bisschen günstiger. Hier kannst du Angebote von potenziellen Käufern sehen. Wenn du Busse verkaufst. Ne, wir müssen ja erstmal welche haben. Kaufen wir die neu oder gebraucht? Ich würde sagen, wir kaufen die neu. Wir kaufen einen Master. Zack, einmal so. Kann man noch färben. Machen wir die mal rot. Im Heisenbergrot. Das ist eher ein bisschen Burgund. Oder was ist das für ein Rot? Ja, ja, wir machen das mal so. Anwenden. Dann haben wir den. Der kommt jetzt auch angefahren. Aus dieser Richtung, glaube ich. Jawohl. Wir können auch ranzoomen. Dann sieht man das noch besser. Finde ich sehr gut, die Grafik. Ich muss wirklich sagen, die ist irgendwie, wie soll ich sagen, das passt einfach, das macht Spaß, das muss gar nicht realistischer sein. Jetzt haben wir hier noch was im Postfach. Ich möchte aber erst noch den anderen Bus haben, nämlich den Sprinter. Den lassen wir mal weiß, würde ich sagen. Das passt doch. Anwenden. Und dann kommt er auch angedackelt, beziehungsweise angefahren. Auch von hier hinten. Das ist nicht mal ein Grau, das ist eigentlich eher Silber. Ja, so ein bisschen grau ist es auch. Warum hält der jetzt hier? Ach, der dreht. Sehr schön. Cool, also dann haben wir das. Personal einstellen machen wir gleich. Ich möchte schnell hier gucken. Willkommen in Rorschach. Wir freuen uns sehr, dass du dich... wir freuen uns sehr, dass du dich ab sofort um unseren Nahverkehr kümmern wirst. Mhm.
Um dich dabei zu unterstützen, erhältst du von uns Subventionen in Höhe von, 343%, okay, auf alle Einnahmen. Außerdem bekommst du Rabatte auf alle Busse, das ist schön. Ersatzteile, Gebäude und Einrichtung, da sieht man, wir brauchen tatsächlich dann auch Ersatzteile, wir müssen die Busse reparieren und so weiter. Auf eine gute Zusammenarbeit. Ja, das hoffe ich auch. Platziere 6 Spinde im Flur oder in einer Halle. Okay, wo haben wir den Flur? Hier. Ich würde hier nicht Spinde machen, ich würde hier... tatsächlich eher hier irgendwie eine Halle machen. Gibt's das? Jawohl, Halle. Wir bauen hier eine Halle hin. Wie groß das Ding sein muss, ist eigentlich... wird nicht gesagt. Okay, wir brauchen eine Tür. Ja, das reicht, wenn man von hier reinkommt. Da kann man von da raus, von da draußen... ja, ja, das ist okay. Hier ist ja, glaube ich, die Küche. Da brauchen wir da nicht sowas. Aber Spinde brauchen wir. Das wäre dann... ja, müsste ich wahrscheinlich beim Flur finden. Flur... Spinnen. Da. 6 Stück hieß es. Machen wir mal fröhlich hier hin. Füßchen stimmen. Bisschen drehen. Wie viele haben wir? 5. Da haben wir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Stelle 2 Busfahrer ein. Aha. Okay. Wo haben wir das Personal? Linien, Marktplatz, Fuhrpark. Da ist das Personal. Alle. Nö, Busfahrer brauchen wir. 2 Stück hieß es. Mhm. Einstellen. Alexander, irgendwas arbeitet sehr gut. Und dann haben wir hier noch den hier. Sehr gut. Freundlichkeit. Den müssen wir noch erziehen hier, den. Aber den wollen wir auch nicht. Stelle einen Mechaniker ein. Einen. Nehmen wir mal den. Okay, dann nehme ich an. Ja, ja, jetzt müssen wir einfach hier überall einen einstellen. Da, guck mal, wie freundlich der ist. Aber der kennt sich dafür nicht aus. Dann nehmen wir den. Ein Servicemitarbeiter. Ja, machen wir mal. Die können ja dazu lernen. Okay. Jeder Mitarbeiter benötigt einen Spind. Ja, 6 Mitarbeiter, 6 Spinde. Ist das die Mehrzahl von Spind? Ich hoffe es mal. Platziere einen Spind oder weitere, um weitere Mitarbeiter einstellen zu können. Also, wenn wir noch weitere Leute brauchen, müssen wir erst wieder die Spinde, die Spindinskis machen. Gut, eine Tankstelle brauchen wir. Baue eine Tankstelle. Eine Tankstelle muss mit der Straße verbunden sein. Denk dran, die Busse regelmäßig zu tanken. Leute, wofür haben wir denn die Busfahrer? Warum müssen wir dran denken, dass man die betanken muss? Also, eine Tankstelle. Wo finde ich denn die Tankstelle gleich nochmal? Servicecenter? Ne, die muss irgendwo anders sein. Fuhrpark? Ne, das ist einfach unser Fuhrpark halt. Linien, Ersatzteile. Aha, da sieht man es mal. Forschung, Postfach, uninteressant. Wo finde ich denn hier eine Tanke? Außenbereich, Straße... da müsste das sein. Hier, Tankstelle. Ja, relativ groß das Ding. Wo kriegen wir die Tankstelle hin? Wisst ihr was, das machen wir anders. Wir machen erst nochmal eine Straße. So, irgendwie... so, habe ich jetzt... jetzt habe ich da den... habe ich jetzt den Landeplatz, vor allem. Den Stellplatz kaputt gemacht. Machen wir den wieder hin. So, also, und jetzt die Tanke. Aha. Dann können wir dort hinten können wir nicht mehr bauen, wenn ich das so mache. Ich würde das so machen. Hier ist die Tanke. Sehr gut. Platziere eine Waschanlage. Eine Waschanlage muss mit der Straße verbunden sein, ist klar. Lasse schmutzige Busse in die Warteschlange. Nein, in die Waschanlage. In der Waschanlage waschen. Jawohl, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Waschanlage. Kann ich sogar hier ransetzen. Das ist ja ganz cool. Eine Werkstatt brauchen wir auch noch. Platziere eine Hebebühne. Standard, eine Hebebühne muss mit der Straße verbunden sein. Mit der Werkstatt kannst du bei Bedarf Reparaturen und Wartungen an den Bussen durchführen lassen. Beachte, dass du dafür immer die passenden Ersatzteile auf Lager haben musst. Aha, das haben wir schon gesehen hier mit den Ersatzteilen. Also, was brauchen wir gleich noch? Eine Hebebühne Standard. Das müsste die hier sein. Kriege ich die noch da ran? Ne, geht nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Müssen wir hier hin machen? Machen wir das mal. Ach, das gibt dann halt gleich ein ganzes Gebäude. Okay. Lagerraum. Baue einen Lagerraum. Mindestgröße 4x4. Der Lagerraum muss über mindestens eine Tür. Ja, das kennen wir. Ein Lagerraum. Wäre es nicht vielleicht sogar cool, hier noch irgendwie da reinzubauen? Moment. Lagerraum haben wir hier. Nochmal. Irgendwie so und dann so und dann irgendwie so. Dann hätten wir das noch mitgenommen. Das fände ich jetzt so verkehrt nicht. Baue das mal. Irgendwie so.
Da kann man nicht rein. Aber kann ich eventuell das jetzt sogar vergrößern? Jawohl. Sehr gut. Das ist unser Lagerraum. Er ist ein bisschen größer als ursprünglich angenommen. Wir bräuchten hier auch mal noch ein Fenster, damit hier ein bisschen Licht reinkommt. Ist zwar nur ein Lagerraum. So, da noch ein Fenster. Hier noch eins. Wenn wir doch schon gerade dran sind. So, dass das ein bisschen wohnlicher wird, auch wenn es keine Wohnung ist. Oh, da ist aber auch schon einer drin. Guck mal hier. Da wuselt schon einer rum. Ein Mechaniker wahrscheinlich in dem Fall. Okay, also die Tür haben wir. Ein Lagerregal brauchen wir. Das haben wir hier. Eins reicht. Ja, ich würde sagen, für den Moment schon. Eine Tür fehlt noch. Ja, die machen wir hier vorne hin. Dann ist hier das Gestell. Der ist ein bisschen groß geworden hier, der Kollege Lagerraum. Können wir ja vielleicht auch nochmal unterteilen oder abreißen. Das müsste auch gehen. Hier oben haben wir den Bagger. Wie wir das von Transportfieber her kennen. Jetzt brauche ich aber noch eine Tür. So, damit man hier noch reinkommt. Gut. Deine erste Linie. Oha, jetzt ist es interessant. Warum habe ich eigentlich hier kein Fenster gemacht? Mach mal hier auch noch. Fenster? Jawohl. So, gefällt mir besser. Also, erste Linie. Karte öffnen. Das Spiel wurde gespeichert. Sehr gut. Das wäre hier, glaube ich, die Karte. Deine erste Linie. Öffne die Karte. Klicke dazu rechts oben auf die Karte. Gehen wir nochmal raus. Mit Escape rechts oben auf die Karte klicken. Seht ihr hier irgendwo eine Karte? Rechts oben. Und wenn ich einen Rechtsklick mache, passiert nichts. Ja, das müsste eigentlich schon die Karte sein. Aber wie soll das jetzt gehen? Und plane deine erste Linie. Beginne am besten mit einer zentralen Linie mit 10 bis 15 Haltestellen. Okay, aber das ist irgendwie nicht die Karte hier. Wo haben wir sie denn? Seht ihr irgendwo eine Karte? Internet. Verträge, nö, nö, Postfach, Forschung, Ersatzteile. Ersatzteile bräuchten wir halt tatsächlich auch, weil sonst können wir die Busse nicht reparieren. Aber wahrscheinlich kommt das erst nachher, denke ich mal. Ja gut, ich würde sagen, lasst uns hier ein Break machen. Die Karte werde ich finden, irgendwo muss sie sein. Das sollte nicht so ein Problem sein. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel auch ein bisschen. Ich finde es halt knuffig, süß und ich bin gespannt, wie das ist, wenn dann die ersten Busse fahren. Dann sehen wir halt die ganze Stadt dann wahrscheinlich und je nachdem können wir sogar einsteigen und mitfahren. Weiß ich nicht, könnte aber sein. Schön ist halt, dass hier tatsächlich schon die ersten Leute rumlaufen. Sowas mag ich. Guck mal, da sitzt einer. Hier wird im Stehen gearbeitet, weil die Stühle nicht funktionieren. Oh, hier ist eigentlich gut Betrieb hier im Büro. Sehr schön, in der Küche auch, da werden die Snacks gezogen und die Getränke. Gut, liebe Freunde, die erste Linie, die gibt es in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.